So fühlst du, dass dein Seelenverwandter in der Nähe ist und du nicht mehr lange warten musst. Die Zeichen stehen auf bald. Kaum eine andere Frage treibt uns während des Wartens auf unseren Seelenverwandten so sehr um wie jene nach dem Wann. Der richtige Zeitpunkt könnte jederzeit sein. Wir wähnen uns jedenfalls bereit dafür ab dem Moment, wo wir unseren Wunsch nach jener Hälfte, die unsere Seele komplettiert, ins Universum hinausgeschickt haben. Doch Maßanfertigungen dauern bekanntlich länger, Sonderwünsche ebenfalls. Wenn es wirklich perfekt sein soll, und das wird es, braucht Guting eben Weile. Einige Anzeichen allerdings gibt es, dass du schon mal Platz für eine zweite Zahnbürste im Badezimmer schaffen kannst. Es wird nämlich nicht mehr allzu lange dauern, bis dein Seelenverwandter vor deiner Tür steht, wenn sich einige oder sogar alle der folgenden 10 Hinweise verdichten. Nummer 1. Deine Work-Life-Balance ist ausgeglichen. Wir Menschen neigen dazu, immer alles haben zu wollen. Doch die Liebe ist kein Accessoire oder Dekorationsobjekt für unser Leben. Sie ist die Hauptdarstellerin und diese Position fordert sie auch ohne zu zögern ein. Wer für die Arbeit lebt, wird sein Herz, seinen Kopf und seinen Terminkalender niemals wirklich frei machen können für seinen Lebensmenschen. Das Universum ist großzügig mit seinen Gaben, eine Geringschätzung toleriert es aber nicht. Wer die Liebe seines Lebensmenschen nur als schöne Draufgabe betrachtet, die sich dann und wann in passende Lücken dazwischen quetschen darf, wenn es gerade erwünscht ist, wird ziemlich sicher leer ausgehen. Erst wenn wir unser Leben sinnvoll zwischen Arbeiten und Genießen aufgeteilt haben und wirklich bereit für unseren Seelenmenschen sind, wird dieser sich auch zeigen. Nummer 2. Ein Déjà-vu jagt das nächste. Diese besonders starken Ahnungen, die uns in manchen Alltagssituationen wie aus dem Nichts heraus überkommen, häufen sich, wenn unser Seelenpartner sich bereits im Landeanflug auf unser Leben befindet. Déjà-vus sind jeweils nur von kurzer Dauer, aber umso intensiver gestaltet sich das Gefühl jedes Mal, das mit ihnen einhergeht. Nummer 3. Allein zu bleiben wäre okay für dich. Es gibt viele Theorien unsere Seelenverwandten betreffend. Eine der meisten diskutierten, die man immer öfter zu diesem Thema antreffen wird, ist folgende. Der wahrscheinlichste Zeitpunkt, zu dem unser Seelenmensch unser Leben betreten wird, ist jener, ab welchem das Alleinsein, und zwar für immer, kein Problem mehr für uns darstellen würde. Wer so fest im Sattel seines Lebens sitzt, alle Bälle mühelos ganz alleine in der Luft halten kann und vielleicht niemanden mehr braucht, um sich vollkommen zu fühlen, hat die allerbesten Karten für Liebesglück der kosmischen Art. Warum ist das so? Die Liebe ist kein Quickfix für sämtliche Wehwehchen, die uns im Alltag zu plagen. Sie ist keine Therapiemaßnahme, die uns Selbstbewusstsein und Glück in einer Dauerschleife überbringen und uns 24 Stunden am Tag zu Diensten sein muss. Die echte, unverfälschte Liebe unseres Seelenpartners will um seiner selbst willen begehrt und nicht als Allheilmittel um jeden Preis verzweifelt gebraucht werden. Nummer 4. Die Vergangenheit ist vergangen. Kannst du mit Fug und Recht behaupten, nicht mehr an deine verflossenen Lieben zu denken? Bist du im Geiste nicht mehr ständig versucht, deine amoröse Vergangenheit zu verklären und in ein goldenes Licht zu tauchen, wo in Wahrheit mehr Schatten als Sonne war? Kannst du dir Bilder und andere Erinnerungsstücke ansehen, ohne dass ein Stich dein Herz und deine Seele durchbohrt? Wenn ja, bist du auf einem guten Weg, die Vergangenheit erfolgreich hinter dir gelassen zu haben. Nun wird es höchste Zeit für die Zukunft. Nummer 5. Du befindest dich am Zenit deines Lebens. Das Universum hat Humor, das muss man ihm schon lassen. Überdurchschnittlich oft nämlich stehen unsere Seelenverwandten exakt dann plötzlich vor uns, wenn es rundum so richtig, richtig gut angefangen hat für uns zu laufen. Wir surfen auf einer beständigen Erfolgswelle, fühlen uns gut, sehen gut aus und könnten immerzu die Welt umarmen. Wenn sich das Gefühl in dir breit macht, dass dich nun nichts mehr aufhalten kann, rechne ruhig mit ein paar starken Armen oder einem bezaubernden Lächeln, die dich schon bald zu einer höchst unfreiwilligen, aber dennoch höchst willkommenen Zwangspause überreden werden. Nummer 6. Deine Intuition schickt dir Vorfreude.
Auch unser Bauchgefühl jubiliert und ist ganz aus dem Häuschen, wenn unsere Seele sich demnächst endlich mit ihrer fehlenden Hälfte vereinen kann. Normalerweise ist unsere Intuition ja mehr mit dem Aussenden von Warnungen und Misstrauen beschäftigt. Doch immer öfter spürst du kleine warme Wellen freudiger Energie, die dich durchströmen. Fast scheint es, als ob deine Intuition schon die Sektkorken knallen lässt und die Partyzone eröffnet hat, lange bevor dir klar wird, warum. Nummer 7. Du träumst von Liebe und Romantik. Wenn es eine zuverlässige Plattform für den Austausch zwischen zwei Seelenmenschen gibt, dann sind es unsere Träume. Sie sind wie eine andere Dimension oder Galaxie, in der Zeit, Raum und Realität keine Bedeutung haben. Viele Seelenpartner bleiben im Traum auch dann noch in Kontakt miteinander, wenn sie das Schicksal wieder trennen musste. Sind deine Traumsequenzen also erotisch, romantisch oder einfach nur wunderschön und einzigartig, stehen die Chancen gut, dass dein Lebensmensch schon unterwegs zu dir ist. Nummer 8. Du weißt genau, was du willst. Auch auf diesen Punkt scheint das Universum ganz besonderen Wert zu legen. Eine Bestellung unseres Lebensmenschen sollte daher immer möglichst präzise und positiv formuliert werden. Doch auch, was den Rest unseres Lebens betrifft, bevorzugt das Universum Macher mit Hands-on-Mentalität und keine unentschlossenen oder ängstlichen Zauderer. Solange du einen Tag lang von der großen Liebe träumst und am nächsten deine ganz persönliche Unabhängigkeitserklärung an die gesamte Menschheit verschicken möchtest, wird die Liebe sich nicht willkommen fühlen. Regle also schnellstmöglich deine Angelegenheiten, und zwar die in deinem Inneren und die in deinem Leben gleichermaßen. Wenn du jedoch das Gefühl hast, alles im Griff zu haben und fokussiert deine Ziele vor Augen hast, kann es jederzeit losgehen mit dem Projekt Seelenverwandtschaft. Nummer 9. Chancen mehren sich Tag für Tag. Auf dem Weg zu deinem Seelenverwandten häufen sich günstige Gelegenheiten und einmalige Chancen plötzlich am laufenden Band. Du bekommst Angebote, von denen du bislang nur träumen konntest, und für jedes Fenster, das sich jemals für dich geschlossen hat, öffnet sich nun mindestens eine Tür. Nummer 10. Du hast deine Bestimmung im Leben gefunden. Auch dieser Punkt ist ausgesprochen wichtig, um nicht zu sagen, nicht verhandelbar. Die Suchenden unter uns werden leider noch ziemlich lange allein im Dunkeln tappen müssen. Erst wenn wir am Ziel unserer Bestimmung sind, die das Schicksal für uns die ganze Zeit über schon geplant hat, wird auch unser Seelenmensch sich endlich zeigen. Er ist das letzte Puzzleteil für das wundervolle Gesamtbild unseres Lebens und kommt erst, wenn jedes andere an seinem Platz ist. Der Countdown läuft. Sei versichert, weder das Wann noch das Wo sind beeinflussbar. Sie entziehen sich ganz souverän unserer Verantwortung, was aber auch einen entscheidenden Vorteil mit sich bringt. Es hilft nichts, dass wir uns den Kopf zermartern, wie lange es wohl noch dauern wird, bis wir endlich unsere bessere Hälfte treffen dürfen. Was hilft, ist einzig und allein der Glaube daran und die Hoffnung, dass unser Vertrauen in höhere Mächte nicht enttäuscht wird. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!